So langsam kriegen wir immer mehr Orte dazu. Und ich glaube, hier gibt es auch wieder den nächsten Dungeon, wo wir wieder kämpfen müssen. Ah, lecker, lecker. Mondvolksiedlung. Wir sind am Ziel. Dies ist das Dorf des Mondvolkes. Ja, lass mich doch mal in Ruhe. Ein düsteres Flüstern. Seid gegrüßt. Was ist euer Begehr? Wer spricht da? Körper aus Luft. Schwefliger Duft. Wer... Was bist du? Vermute. Ach so. Der Meister der Kriege, der Herr der Fliegen, der Priester der Ziegen. Ich nehme der Priester der Ziegen. Falsch. Wir sind das Volk des Mondes, auch bekannt als die Schatten. Hui. Ihr seht cool aus. Ihr seht aus wie Gegner aus Soul Blazer. Geil. Der Komet ist der Bringer der Zerstörung, dessen Licht alle Wesen verärgert hat. Er ist ein Überbleibsel eines Krieges, der längst vergangen ist. Gibt es kein Entkommen? Nein, ihr seid zu schwach, um zu trotzen. Wo immer es Licht gibt, gibt es auch das Dunkel. Wir werden geblendet vom heiligen Licht und verbringen nun unser Sein in einer Welt ohne Licht. So traurig. Einer von den meinen wurde entführt. Weißt du, wo er ist? Allerdings mitnichten. Mitnichten? Ich weiß es nicht. Jemand wartet schon auf dich. Es geschieht alle 800 Jahre, diesmal zum vierten Mal. Je mehr Licht du sehen wirst, desto größer ist die Macht der Dunkelheit. Keiner weiß, welch Ding das Licht diesmal gebärt. Und du? Schon zu lange sind wir Zeugen von Zerstörung. Wir erlebten den Untergang des Inka-Reichs. Die Inka-Statue ruht in der Höhle unter uns. Wenn du willst, gehört sie dir. Steig in die Tiefen der Höhle. Gehe nun. Wir haben doch schon eine Inka-Statue. Okay, holen wir die nächste dazu. Das sind die Kreaturen, die vom Licht des Kometen berührt wurden. Sie wurden zu willenlosen Bestien, die nichts außer Hass und Vernichtung empfinden. Schaffst du es, sie binnen 20 Sekunden zu zerstören, belohne ich dich mit der Statue. Ich sehe keine... Wo? Da! Oh Gott, das ist auch gemein! Das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Oh, geschafft. Heil dir, Bezwinger der Bestien. Der Lohn sei deiner. Hier ist die Inka-Statue. Ja, wir hätten das sicherlich nochmal probieren können, hätten wir es nicht geschafft. Aber da war ich jetzt eben nicht mehr drauf vorbereitet. Noch ein goldenes Telefon. Das sieht doch echt aus wie ein goldenes Telefon oder wie ein goldener Schweinekopf. Eins von beiden. Ja, du hast die Inka-Statue B erhalten. Geht noch weiter. Ja, danke. Danke. So. Und was mache ich jetzt mit den beiden Teilen? Ich weiß das nicht mehr. Achso, kann ich mit dir reden? Die Statue. Du bist fantastisch. Ich wollte das fanatisch sagen. Du hast nun beide Statuen. Zu den Inka-Ruinen? Joa. Du hast recht. Ich höre meinen Vater rufen. Hä? Was war das denn bitte für ein Satz? Du hast recht, ich höre meinen Vater rufen. Ich will nicht gegen die Dämonen kämpfen, aber um meinen Vater zu finden, werde ich alles tun. Du wirst das nicht verstehen, denn du hast deine Eltern nicht verloren. Typisch. Ich verstehe. Lass uns zu den Ruinen gehen. So zogen sie denn zu den Ruinen der Inkas. Da fällt mir der Film Ruinen ein. Kennt ihr den Film Ruinen? Geht auch um eine alte Inka-Pyramide, wo so ein paar Studenten hinreisen und wollen die erkunden, wollen da zelten und so weiter und werden von einer komischen Pflanzenart überfallen. Die Pflanze frisst die bei lebendigem Leibe auf. So ganz komische Pflanzen. Und praktisch wachsen die Pflanzen in den Körpern der Menschen weiter. Das ist so ekelig. Aber der Film ist geil. Solltet ihr euch mal angucken. Ist so ein kleiner Geheimtipp von mir. Ruinen. Guckt euch den Film an.
Ruineneingang. Hier ist der Eingang zu den Ruinen. Man sagt, dass hier das Rätsel der Inka-Legende verborgen ist. Die Alten erzählten von der Legende, als sie noch ein Kind war. Nach der Invasion beschlossen die Inkas, das Land zu verlassen, um eine neue Welt zu finden. So bauten sie denn ein riesiges Schiff und beluden es mit all ihren Reichtümern. Doch in den Notizen ist das Auslaufen des Schiffs nicht erwähnt. Dennoch hat es das Schiff gegeben. Die ganze Sache wurde sehr geheim gehalten. Keiner sollte es erfahren. Es hat sicher eine Bedeutung, dass du davon erfährst. So, das ist die Statue. Aha, 1 und 2. Müssen wir jetzt hier draufpacken, die Statue? Ich weiß es nicht genau. Dies ist nicht der Ort, der der Statue gebührt. Ja, ist ja gut. Dann gucken wir einfach mal. Da oben kann man rein. Huh? Oh. Wie konntest du nur? Du hast mich zurückgeblasen. Du hast mich zurückgelassen. Schande mit dir. Ich labe einen Müll. Warum bist du hergekommen? Es ist gefährlich hier. Lola hat mir von diesem Ort erzählt. Ich dachte, du hättest mich verlassen. Du hättest mir doch alles sagen können. Nach was suchst du, Will? In den Ruinen? Ich kann hier nicht untätig herumsitzen, während Will sich in Gefahr begibt. Ich werde hier auf Valvata. Du bist sehr hartnäckig. Ich werde hier mit dir warten, einverstanden? Ja, das ist gut. Will, ich erinnere mich an die Worte der Alten. Dort, wo die Geister nicht mehr atmen, dort am Larai-Riff, soll die Statue verharren. Der Wind dort unten am Riff wird dir weisen den Weg zum Schiff. Das klingt doch einleuchtend. Ich kann auch normal mit euch reden. Was ist das hier? Das ist doch definitiv ein Loch. Aber vielleicht hat das später noch eine Bewandtnis. Gut. Wir haben wieder einen Dungeon, glaube ich. Am Larai-Riff weht ein fürchterlicher Wind. Offensichtlich haben die Alten damit den Atem der Geister gemeint. Dies ist das Riff, in dem kein Wind weht. Ich spüre die Magie. Jo, wir können kämpfen und das bedeutet, wir haben einen Dungeon, zumindest einen kleinen. Und oh, hier sind auch jede Menge Gegner. Hilfe. Was seid ihr denn? Schlammmonster? Ich würde auf Schlammmonster tippen. Boah. Nennen wir die mal Schlammmonster. Schlammmonster, die an überhaupt nichts tun. Oh, so soll mich nicht stören. Oh, was ist das? Oh, die schießen Pfeile. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Einfach ein bisschen diagonal zu den Teilen stellen, dann treffen die uns mit ihren Pfeilen nicht, weil die schießen ja nur horizontal und vertikal, wie man sieht. Ach, die nicht. Toll. Also das wechselt auch noch. War ein guter Trick von mir, ne? Wenn es nicht klappt. Ach, ihr könnt rennen. Okay. Ja gut. Das macht euch jetzt aber auch nicht unbedingt schwerer. Da geht's weiter, das will ich noch nicht. Und du schießt diagonal. Also immer erst einmal vorher gucken, was ihr macht. Das ist besser. Ach toll! Die wechseln auch noch die Schussrichtung. Super. Deine Abwehr hat sich erhöht. Das ist schön. Das freut mich. Hier war noch einer, oder? Wohl nicht. Nee, alle tot. Cool. Ach, logisch. Sonst hätten wir ja keinen Abwehrlevel abbekommen da. Schon klar. So. Oh, Raupen. Die sind ganz, ganz fies. Die haben wir eben schon in der einen Test, in der einen Prüfung da töten müssen. Da kommst du noch. Nein! Toll. Wutz. Hallo, Made, du. Sehen eklig aus. Ich mag keine Insekten.
Nein, ich bringe jetzt nicht schon wieder den Sektenwitz. Den bringe ich jedes Mal, wenn ich über Insekten spreche, ich weiß. Oder soll ich ihn nochmal bringen? Ne, ihr kennt noch mittlerweile schon, ne? Ich sag einfach nochmal. Warum findet man in Kirchen keine Fliegen? Weil sie Insekten sind. Es mag ja vielleicht Leute geben, die mein Let's Play damals nicht gesehen haben. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Let's Play ich das gesagt habe. Wahrscheinlich war es in irgendeinem Resident Evil Let's Play. Genau! Das war bei Let's Play Resident Evil Zero. Da, wo ich die komischen Heuschrecken-Ameisenviecher getötet habe. Na, welche Richtung? Okay. Du bist jetzt mit schräg dran, oder? Ja. Ach, ich darf schon wieder vergessen. Au, nicht gut. Ja, Herz ist gut. Deine Energie hat sich erhöht. Ah, jetzt haben wir eine Abkürzung geschaffen. Ah ja, das Schema gibt's halt auch noch. Wie bei Soul Blazer. Das hatten wir da ja auch, dass man dann irgendwann so kleine Abkürzungen erschafft, dass man nicht, wenn man tot gehen sollte, wieder ganz von Anfang an spielen muss. Was haben wir hier? Oh, was Besonderes. Einen diamantenförmigen blauen Stein gefunden. Okay. Was war das denn nochmal? Weiß ich gar nicht mehr. Was machen wir denn damit? Aha. Bringt der irgendwas? Keine Ahnung. Ich bleib mal mit der Statue ausgerüstet. Joa, okay, und wo gehen wir jetzt lang? War hier noch ein Gang? Das weiß ich gerade gar nicht. Soll ich nochmal hochgehen? Da war ja eben definitiv nichts mehr, oder? Was ist denn hier noch gewesen? Wir können hier runterspringen, aber ist das gewollt? Nee, das ist ja nur der Weg. Hier war doch eben nichts mehr, oder bin ich blind? Wir gucken. Nee. Wir müssten da unten mal in der Höhle rauskommen. Ach so, kann man hier runterspringen? War hier irgendwo eine Lücke, wo man hätte runterspringen können? Wir gucken. Na gut, da? Nee, das bringt ja nichts. Nee, dem ist nicht so. Dann muss ich ja irgendwo was... Da kommen wir her. Und hier ist auch nichts. Dann gehen wir hier wieder zurück. Nö. Also hier ist definitiv nichts. Also ich kenne das Spiel auch nicht mehr hundertprozentig auswendig. Das ist, ich glaube, dieses Spiel ist sogar noch länger her fast als Soul Blazer von damals. Ah, da unten ist eine Tür. Dann müssen wir aber irgendwie diese Zacken dazu kriegen. Wie war das hier? Nee, da stand nur der eine Gegner. Wie machen wir das denn mal? Da müssten wir eigentlich lang. Aber ich töte mich ungerne. Will ich hier raus? Eigentlich will ich hier nicht raus. Ne, will ich auch nicht. Ich will dahin, zur anderen Höhle. Da müssen wir irgendwas bei den Zacken da machen wahrscheinlich. Hilft uns da vielleicht dieser diamantenförmige Stein? Kann ich mir nicht vorstellen. Kann ich hier vielleicht die Melodie spielen? Achso, das ist... okay. Rüsten wir uns dann mit dem Stein aus? Bringt das was? Verlangt eine eben solche Öffnung. Hier! Hahaha! Sehr schön! Da stand aber trotzdem mal ein Gegner. Das reicht nicht. Ich wollte gerade sagen, das reicht doch nicht. Okay, jetzt können wir hier lang. Das ist gut. Okay. Jetzt sind wir immer noch am Larai-Riff. Aha, wir müssen... Ah ja. Wir müssen bei den beiden Höhlen raus, die praktisch uns zu diesen Köpfen führen. Und dann müssen wir da die Statuen einsetzen. Schlammmonster for the win.